Herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute geht es um meinen Februar-Abschlussbericht und warum. Und zwar deswegen, weil das der erfolgreichste Monat meiner ganzen Karriere war. Mit meinem Nebenbusiness, mit meinen Immobilien, meinem Blog, meinem YouTube-Kanal und dem Ganzen drumherum. Warum der so erfolgreich war und warum ich knapp 6.700 Euro nebenbei verdient habe, das erkläre ich euch im heutigen Video. Und bevor wir in die Details gehen, schauen wir uns mal direkt die Zahlen in der Übersicht an. Hier in der Tabelle, die ich einblende, kann man sehen, im Februar habe ich 6.745 Euro nebenbei verdient und das spielt sich hauptsächlich auf die Immobilien, die ungefähr 2.000 abgeworfen haben. Dann auf den Blog, der etwas über 4.200 abgeworfen hat und auch noch den YouTube-Kanal, der ungefähr bei 500 Euro gelandet ist. Alles summa summarum macht 6.700 und das ist schon eine ganze Menge. Damit liege ich sogar weit über den 5.000 Euro, die ich mir als Ziel pro Monat gesetzt habe und das ist doch eigentlich ein gutes Zeichen und hoffen wir mal, dass es demnächst so weitergeht. Aber woran liegt das, dass aus diesem Monat zu viel geworden ist? Da schauen wir uns im Detail an und wir fangen mit den Immobilien an. Ja, insgesamt habe ich meine Übersicht auch ein kleines bisschen angepasst, wie ich jetzt die Einnahmen und die Ausgaben bei meinen Immobilien rechne. Bisher habe ich den Leerstand ja immer bei den Ausgaben zugerechnet. Jetzt rechne ich es einfach gleich bei den fehlenden Einnahmen ab. Demzufolge sind die Einnahmen generell ein bisschen weniger, aber dafür auch die Ausgaben. Nichtsdestotrotz, bei den Immobilien habe ich diesen Monat im Februar eigentlich bis auf den Leerstand, bis auf die zwei Wohnungen, die immer noch leer stehen in meinem Mehrfamilienhaus 1, eigentlich keine großen Ausgaben gehabt. Und wenn man keine großen Ausgaben hat, dann bleibt natürlich dementsprechend viel übrig. Das Gute ist, ich musste im Februar noch dreimal Grundsteuer zahlen für zwei Wohnungen in Chemnitz. Dort wurde mir der Grundsteuerbescheid ein bisschen später zugeschickt. Deswegen habe ich die jetzt im Februar bezahlt. Aber das waren... Das waren das zusammen ungefähr 350 Euro. Das macht jetzt den Kohl nicht fett. Außerdem hatte ich noch einen Wechsel eines Mieters, eines Parkplatzmieters. Das ist ganz gut, weil dieser Parkplatz ist losgelöst von der Wohnung. Das heißt, da ist nicht der Mieter ausgezogen, sondern nur der Mieter von dem Parkplatz. Aber das ist in einer begehrten Lage in Leipzig. Und so konnten wir gleich im Anschluss einen neuen Mieter finden, der das Ding wieder gemietet hat. Also hatte ich da auch keinen Leerstand. Das Einzige, was mich vielleicht ein bisschen runtergezogen hat bei den Immobilien, ist mein Mehrfamilienhaus 2 in Roßwein. Ihr kennt das vielleicht. Wenn nicht, ein Video dazu verlinke ich mal hier. Da war das so, dass jetzt am Anfang des Jahres, beziehungsweise im Februar, viele Sachen abgebucht werden, die fürs ganze Jahr gelten. Die Versicherung wurde abgebucht, was ein hoher Betrag ist. Dann das Wasser wurde abgebucht, was auch ein hoher Betrag ist. Das sind fast 1.000 Euro. Und normalerweise strecken die sich ja auf 12 Monate. Aber jetzt kommen die ja alle auf einmal. Und deswegen zieht es den Monat, den Cashflow von dem Mehrfamilienhaus in diesem Monat explizit runter. Aber dann werden halt die Folgemonate wieder besser. Das ist generell sowieso einer der größten Unterschiede bei einem Mehrfamilienhaus und bei einzelnen Wohnungen. Bei den einzelnen Wohnungen zahlt ihr ja monatlich euer Hausgeld, was quasi der Durchschnitt ist für das ganze Jahr. Das heißt, ihr habt gleichbleibende Zahlungen, aber bei einem Mehrfamilienhaus, da geht es mehr rauf und runter, weil die Versorger immer unregelmäßig abbuchen und dann auch nicht monatsweise, sondern manchmal sogar jahresweise oder halbjahresweise und dann kommen immer die großen Beträge zustande. Darum ist es wichtig, wenn ihr ein Mehrfamilienhaus habt, habt ein eigenes Konto dafür und habt auf dem Konto auch immer genug Geld drauf liegen, dass das Konto nicht ins Minus rutscht. Außerdem habe ich eine neue Kündigung reingekriegt von einer Mieterin in meiner zweiten Chemnitzer Wohnung. Was ganz interessant ist, die ist erst letztes Jahr im September eingezogen und die hat jetzt schon wieder Ende Mai gekündigt. Und da habe ich ihr gesagt, das geht nicht, weil wir haben im Mietvertrag festgehalten, dass du mindestens ein Jahr drin wohnen musst, bevor du wieder kündigen kannst. Und jetzt wohnt sie gerade mal ein halbes Jahr drin. Das heißt, sie könnte eigentlich erst irgendwie zum Januar 2021 kündigen. Das habe ich ihr auch gesagt. Und sie kommt nur früher aus der Wohnung raus, wenn sie einen Nachmieter bringt. So, da sie jetzt natürlich keine Ahnung hat von Nachmietersuchung oder vielleicht auch nicht so viel Zeit dafür hat, habe ich ihr gesagt, hey, du kannst ja meine Maklerin anrufen, vielleicht kann dir die helfen, aber da du ja früher raus musst, müsstest du sie bezahlen. Für sie ist das in Ordnung, weil sie will einfach früher raus, hat auch vielleicht schon andere Wohnungen gefunden und will quasi nicht doppelt zahlen und dann zahlt sie lieber einmal den Makler, um einen neuen Nachmieter zu sorgen, dass sie früher aus der Wohnung rauskommt und das passt eigentlich ganz gut. Bisher habe ich gute Erfahrungen gemacht mit diesem ein Jahr Kündigungsverzicht, das klappt ganz gut, da halten sich die Leute auch dran und wenn nicht, dann müssen sie halt für die Kosten aufkommen, die dadurch entstehen. Ja, eine sehr, sehr gute Nachricht, die es jetzt vor kurzem gab, das gehört zwar nicht mehr zum Februar hinzu, aber es ist noch passiert, bevor ich den Bericht geschrieben habe und zwar am Donnerstag habe ich ein neues Mehrfamilienhaus gekauft.
Ihr wisst ja, ich habe sehr lange nichts gekauft, weil ich mein Portfolio konsolidiert habe und weil ich auch nichts Passendes gefunden habe. Jetzt war es wieder eine Zeit, ich habe ein neues Haus gekauft, das hat sogar 15% Bruttorendite, liegt aber ein bisschen außerhalb, ein bisschen weiter in der Pampa. Allerdings werde ich dafür ein komplettes, ausführliches Video machen, was dann nächstes Wochenende hier auf dem Kanal online geht. Also, das ist für mich ein super geiler Deal. Ich werde ihn ausführlich beschreiben im nächsten Video. Ihr dürft also gespannt sein. Eine Sache ist mir bei Reparaturarbeiten dieses Jahr bei meinen Immobilien aufgefallen. Und zwar ein Mieter hat sich bei mir gemeldet, dass seine Balkontür kaputt war und er konnte die nicht schließen. Das war natürlich gerade zu dem Zeitpunkt, wo das große Sturmchaos in Deutschland war. Und das gab extreme Probleme. Und ich hatte auch Probleme, einen Handwerker zu finden. Und da ist mir eines bewusst geworden. Bevor ihr euch verrückt macht, ja, auf Handwerkersuche begebt und vielleicht auch Schadensersatzforderungen von den Mietern gegenübersteht, als allererstes müsst ihr schauen, ob es sich um Sondereigentum handelt oder um Gemeinschaftseigentum. Weil wenn ihr eine Wohnung in einem Haus habt, ist das getrennt. Alles, was in eurer Wohnung ist, ist Sondereigentum. Dafür seid ihr verantwortlich. Und alles, was außerhalb der Wohnung ist, ist Gemeinschaftseigentum. Und da muss sich dann die WEG-Verwaltung drum kümmern. Und in dem Fall war es eine Balkontür. Und Balkontüren und Fenstern zählen sehr, sehr oft zum Gemeinschaftseigentum. Und wenn da was kaputt geht, dann müsst ihr euch nicht drum kümmern, sondern da muss sich die WEG drum kümmern. Das heißt, wenn da was kaputt geht, dann sagt ihr der Verwaltung, hallo, hier, Balkontür ist kaputt, bitte repariert die Sache mal, kümmert euch drum. Die haben meistens ja auch schon Handwerker in dem Pool, wo sie wissen, die können sich melden. Aber das Gute ist, ihr müsst euch nicht drum kümmern und ihr müsst es auch nicht bezahlen, respektive nicht den vollen Betrag, weil es ja dann über alle Eigentümer umgelegt wird und dann kommt es euch erstens günstiger und ihr habt keinen Stress. Also, wenn was kaputt geht, bevor ihr anfangt zu reparieren, lasst immer prüfen, ob das Sondereigentum ist oder Gemeinschaftseigentum. Was das genau ist, steht in der Teilungserklärung drin. Da ist aufgelistet, wo was dazugehört. Oder ihr schreibt einfach eine Mail an die Verwaltung. Die kann euch das auch ziemlich schnell sagen. Für mich war es ein Vorteil, weil das Ding kostet bestimmt 400-500 €, die ich jetzt nicht bezahlen muss. Also eine super Sache. Eine weitere erfreuliche Sache ist, Anfang letzten Jahres, da hatte ich ja in meiner Wohnung einen Taucher, hatte ich ein Problem mit meinen Mietern, die sind ausgezogen, die haben die Wohnung verschimmelt hinterlassen. Ich musste einen Gutachter kommen lassen, der das feststellt. Ich musste die ganze Wohnung renovieren, vom Schimmel befreien lassen. Das Ganze hat mich ungefähr 2.000 € gekostet und da lag ich ja auch in Rechtsstreit mit den Mietern, weil die natürlich alles abgeschoben und gesagt haben, es ist nicht ihre Schuld, die Wohnung, das Haus ist dran schuld. Aber der Gutachter hat ganz klar festgestellt, dass die Mieter dran schuld waren. Das hat sich jetzt ewig hingezogen. Zwischendurch gab es ein Versäumnisurteil. Jetzt ist das Ganze nochmal vor Gericht gegangen. Und am Ende haben wir uns auf einen Vergleich geeinigt. Das hört sich vielleicht jetzt erstmal schlecht an, aber ich hatte dieses ganze Geld eigentlich schon abgeschrieben, weil das auch so Mieter sind, von denen man eigentlich nie Geld bekommt. Und jetzt haben wir uns auf einen Vergleich geeinigt, was heißt, ich kriege zumindest die Hälfte des Geldes, was ungefähr 900 € sind. Das ist für mich gut, weil wenn du das Geld sowieso schon abgeschrieben hast, damit nicht mehr rechnest und dann kommen jetzt plötzlich mal 9 € rein, ist das eine super Sache. Für mich war es mein allererster Rechtsstreit in Bezug auf Mietsachen, wo ich direkt jetzt auch einen Rechtsanwalt engagiert habe. Ich habe also keine Rechtsschutzversicherung, die sich um sowas kümmert, weil eine Rechtsschutzversicherung muss man ja für jede Immobilie abschließen und da ich ein paar davon habe, wäre das extrem teuer. Das heißt, die Pauschalbeträge, die ich jeden Monat bezahlen müsste für die Rechtsschutzversicherung, wären viel, viel teurer, als wenn ich vielleicht mal ein oder zwei Fälle habe, wo ich den Anwalt selber beauftrage. Ja, das war's zu meinen Immobilien. Jetzt kommen wir zu meinem Blog und zu meinem Online-Business und da, das Ganze kann man auf zwei Seiten betrachten. Auf der einen Seite, was die Besucherzahlen angeht, die sind ungefähr gleich geblieben. Ja, die sind genau genommen sogar ein bisschen zurückgegangen um 15%. Also ich hatte Seitenaufrufe von 37.950. Im Vormonat war ich noch bei 44.732. Also das sind 15% weniger. Hauptsächlich sind es ein paar weniger Besucher von Google gewesen. Aber das sind jetzt so Bereiche, die mich jetzt nicht unbedingt stören. Also 10-20% geht es immer mal hoch, runter. Hängt auch von den Berichten ab, die ich veröffentliche, wann ich die veröffentliche, wie viel ich veröffentliche, welches Thema das ist. Das ist eigentlich völlig in Ordnung. Es sollte halt nur nicht jetzt jeden Monat um 15% runtergehen. Hoffen wir mal, dass es nächsten Monat wieder hochgeht. Allerdings die gute Sache, die zu berichten ist, das sind die Einnahmen. Mit dem Blog respektive zusammen mit dem YouTube-Business habe ich diesen Monat respektive im Februar ungefähr 5.500 € verdient, also 5.448 €, was der höchste Betrag ist, den ich jemals hatte, wenn ich jetzt mal die Monate rausrechne, wo ich zwei Sonderfälle hatte.
Also diesen Monat habe ich damit extrem viel verdient. Und woran liegt das? Ja, das liegt hauptsächlich an meinem Mentoring, was ich im Februar gestartet habe. Wie ihr wisst, ich hatte es ja auch über meinen E-Mail-Verteiler rumgeschickt. Ich habe mein Mentoring gestartet, beziehungsweise die Pilotphase gestartet. Habe da auch erstmal nur wenige Teilnehmer reingelassen, 4 Stück, mit denen ich das Ganze zusammen getestet habe. Das heißt, ich betreue sie. Das Mentoring steht ja unter dem Aspekt in 8 Wochen zur ersten Immobilie. Das heißt, die Teilnehmer lernen bei mir, wie sie in 8 Wochen die erste Immobilie kaufen, und im Gegensatz dazu helfen sie mir, mein Mentoring-Programm zu verbessern. Also was die Inhalte angeht, was das Marketing angeht und so weiter und so fort. Dafür bekommen sie das Mentoring 30% günstiger und ich bekomme bei denen das Feedback. Das Ganze läuft jetzt schon 2-3 Wochen, läuft sehr, sehr gut. Das heißt, meine Mentees, die kommen sehr gut voran mit dem Immobilien finden, kalkulieren, kaufen und ich bekomme sehr gutes Feedback. Also das läuft spitze. Demnächst werde ich das Mentoring auch offiziell freischalten, sodass auch jeder, der möchte, sich dort eintragen kann und daran teilnehmen kann, dann zum regulären Preis. Allerdings werde ich die Plätze auf insgesamt 6 begrenzen, weil es für mich extrem wichtig ist, eine persönliche Betreuung zu machen. Es gibt ja Vorträge, Seminare, Kongresse, wo 100.000 Leute dabei sind. Das hat nichts mehr mit persönlicher Betreuung zu tun, sondern eher mit Netzwerken und Wissensvermittlung. Und bei mir geht es wirklich darum, dass ich die Leute begleite, dass ich individuell auf ihre Fragen eingehen kann, ihnen individuell da weiterhelfe, wo sie gerade stehen und wir schnellstmöglich vorankommen. Und das geht natürlich nur, wenn man sehr, sehr wenige Teilnehmer dabei hat. Deswegen habe ich das Ganze auf 6 Teilnehmer begrenzt. Und wenn die voll sind, dann kann ich keinen mehr reinlassen. Dann kommen die Leute auf die Warteliste und können dann in 2 Monaten dran teilnehmen. Also das Programm läuft immer 8 Wochen. Wenn du auch Bock drauf hast, dann trag dich gerne in die Liste ein. Der Link ist unter dem Video in der Videobeschreibung. Als drittes kommen wir zu dem Bereich YouTube-Kanal. Ja, der YouTube-Kanal hat sich auch mehr oder weniger seitwärts entwickelt. Die Einnahmen und die Besucher sind auch ein bisschen zurückgegangen. Anscheinend ist es in den Wintermonaten, im Januar, im Februar, ein bisschen weniger als kurz vor Weihnachten. Insgesamt hatte ich dieses Mal 45.500 Aufrufe, Klicks auf meinem Videokanal und ungefähr 420 Euro an Werbeeinnahmen verdient. Allerdings kommen ja viele Leute über meinen YouTube-Kanal auch auf meinen Blog, wo sie dann gewisse Sachen, auch Dienstleistungen kaufen, Produkte kaufen oder auch zum Beispiel in dem Fall, einer hat mein Mentoring-Programm darüber gekauft. Das heißt, so kann ich auch ab und zu ein paar Einnahmen direkt YouTube zuordnen, abseits von diesen Werbeeinnahmen. Und demzufolge kann ich sagen, dass mit dem YouTube-Kanal läuft eigentlich auch super. Sogar so weit, dass ich weiterhin meinen Fokus darauf legen werde und jetzt vor kurzem auch ein Coaching dafür bestellt habe. Das heißt, ich mache ein Coaching im YouTube-Bereich, um einfach meine YouTube-Videos, meinen Kanal, meine Reichweite zu verbessern, um mehr Leute zu erreichen. Und das Coaching war auch nicht günstig. Es hat insgesamt 6.000 Euro gekostet, also eine ganze, ganze Menge. Aber wie ihr wisst, das beste Investment ist immer das Investment in einen selber. Und ich verspreche mir davon eine ganze Menge. Und ich denke mal, so nach 1-2 Monaten kann ich ein kleines Feedback geben, ob sich das Ganze gelohnt hat. Beziehungsweise ihr werdet ja sehen, wie sich mein YouTube-Kanal die nächsten Monate entwickelt. Und wenn es denn steil nach oben geht, dann seht ihr, das Coaching hat funktioniert. Ja, das Vermögen hat sich im Februar auch sehr gut entwickelt. Insgesamt sind es 12.000 Euro mehr an Vermögen. Da gab es jetzt den einen oder anderen Sondereffekt, vor allen Dingen, weil meine Krankenkasse mir wieder Geld zurückgezahlt hat. Das heißt, ich habe im Jahr 2019 sehr viel für die Krankenkasse bezahlt, bin über meinen Freibetrag rausgekommen und demzufolge hat sie mir viel Geld erstattet. Und das sorgt dafür, dass mein Vermögen sehr, sehr gut gestiegen ist. Also der Bargeldanteil ist um 15% gestiegen. Dadurch sind meine P2P-Einnahmen ein bisschen runtergegangen, weil da ziehe ich ja mein Geld ab. Das hatte ich ja in den letzten Monaten schon erwähnt. Die Immobilien sind gleich geblieben und alles andere auch. Die ganzen Darlehen, die ganzen Kredite, die gehen natürlich weiter runter. Und wenn natürlich meine Vermögenswerte steigen und die Darlehen runtergehen, dann wächst insgesamt das Nettovermögen auch. Außerdem hatte ich mir diesen Monat mal vorgenommen, meine Konten zu trennen. Bisher hatte ich ja alles, was das Online-Business, den Blog und den YouTube-Kanal angeht, gemeinsam auf meinem Mietkonto liegen. Also da, wo auch meine Mieten ein- und ausgehen von meinen Mietern. Das habe ich jetzt getrennt. Deswegen habe ich ein neues Konto eröffnet und da brauchte ich jetzt keine Filialbank. Wollte eine Direktbank haben, respektive eine Internetbank und habe ein Konto bei der N26 Bank eröffnet. Und darüber lasse ich jetzt alle meine Online-Einnahmen laufen. Also alles, was ich über meinen Blog, über
über meinen YouTube-Kanal, was an Einnahmen reinkommt und was ich an Ausgaben zu bezahlen habe, wird über dieses Konto laufen und das funktioniert eigentlich ganz gut. Die Registrierung lief super problemlos, das konnte ich alles online zu Hause machen mit der Webcam zur Identifikation. Der ganze Zahlungsverkehr funktioniert alles über Online-Banking oder halt über die App, ist super easy. Gebühren gibt es eigentlich auch nicht, beziehungsweise jetzt nicht diese Standard-Kontoführungsgebühren oder Buchungsgebühren, das gibt es nicht. Und man kann das Ding, diese Karte, die man da kriegt, auch weltweit nutzen, um damit Geld abzuheben. Also ich bin super zufrieden mit dem Konto, mit der N26 Bank. Wenn du auch ein neues Konto suchst bei einer Internetbank, dann schau doch einfach mal bei der N26 Bank vorbei. Den Link packe ich unter dem Video. Vielleicht ist es ja auch was für dich. Ja, und zum Abschluss möchte ich noch sagen, es gibt zwei Möglichkeiten, mich live zu treffen, weil ich ja öfter mal angefragt werde, ob ich auf den einen oder anderen Stammtisch vorbeikomme. Das ist natürlich ein bisschen schwierig, weil ich in der Schweiz wohne, hier meinen Job habe. Trotzdem werde ich zweimal in Deutschland sein in diesem Jahr. Zum einen mal auf der Investmesse in Stuttgart, die findet ja im April statt. Das ist eine Messe, wo es über Investment, um Finanzen geht, viel um Aktienbörse, aber auch Immobilien, P2P. Dort werde ich da sein. Und dort könnt ihr mich in der Blogger-Lounge treffen und das ist dann quasi wie ein Stammtisch, wo wir uns austauschen können, wo wir quatschen können, wo ich euch auch Fragen beantworten können, alles wie auch auf diesen großen Kongressen. Das Gute ist, diese Finanzmesse, die kostet normalerweise 25 Euro, aber wenn ihr meinen Gutscheincode Vermietertagebuch eingibt, dann kriegt ihr das Ticket sogar kostenlos, könnt also kostenlos auf die Messe kommen und wir können dann ein bisschen quatschen. Den Link zur Messe werde ich auch unter das Video packen, gemeinsam mit dem Gutscheincode. Ja, und der zweite Termin, wo ich dieses Jahr in Deutschland werden bin, das ist die Finanz Mastermind 2020. Das ist ein Workshop-Wochenende, was ich mit einem guten Kollegen, dem Stefan Diefenbacher, ins Leben gerufen habe. Das hat letztes Jahr zum ersten Mal stattgefunden. Das machen wir dieses Jahr wieder. Das ist ein ganzes Wochenende, ein Workshop, der sich um Finanzen dreht. Also generell um Sparen, Investieren, Börse, Immobilien, Unternehmertum und so weiter. Dann werden wir uns eine Woche lang auf dem Hotel einschließen, über viele Themen reden, insgesamt mit 20 Leuten und ich glaube, das wird ein ziemlich cooles Wochenende. Das Wochenende ist auch nicht kommerziell, das heißt, wir verdienen daran nichts. Wir nehmen insgesamt nur einen Unkostenbeitrag von 75 Euro, um die ganzen Kosten zu decken, wie zum Beispiel den Tagungsraum und so weiter. Das heißt, wenn du Bock darauf hast, dich zum Thema Finanzen auszutauschen und viele Sachen zu lernen, dann komm doch gerne auch zu unserer Finanzmastermind. Den Link dazu packe ich wie alle anderen in die Beschreibung unter dem Video. Wenn dir das Video auch gefallen hat, wenn du was daraus lernen konntest, dann abonniere auch gerne meinen Kanal. Dann bekommst du die nächsten Videos auch immer als erstes. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Dein Alexander vom Vermietertagebuch.